Hätte natürlich besser ausgehen können, aber hey. So, wie ist das jetzt hier? Kann ich einfach rüberspringen? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Na, dann komme ich hier nicht weiter. Aber da ist schon Ende Gelände. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Und hier bleiben wir jetzt einfach unten, würde ich sagen. Ah, nee, ich muss ja da hochkommen. Verdammt. Komm schon, geh down, geh down. Ah. Okay. Dann muss ich da nur noch hochkommen. Und... ah. Warte mal, wir haben doch... Item 1, macht unsere Plattform. Nein, nicht so. Na, bleibt so wohl mal stehen hier. So. Das geht. So, was nehmen wir denn jetzt für eine Waffe? Metal Blade. Metal Blade funktioniert immer. Außer bei Airman. Also sonst immer. So, Flashman. Dann zeig mal, was du flashen kannst. Ja, Metal Blade geht immer. Faszinierend. Also das Level war jetzt im Gegensatz zu Level von Airman echt ein Witz. Und get equipped with Flash Dingens. Nee, Time Stopper, okay. Das ergibt ja keinen Sinn. Oh nein! Message from Dr. Light. You get equipped with Item Nummer 3. Was auch immer Item Nummer 3 ist. Aber hey, erstmal haben und dann später meckern. Okay. So, wenn wir jetzt einen Time Stopper haben, dann haben wir jetzt noch zwei Gegner. Was waren diese zwei Gegner? Das eine war Quickman und das andere Crashman. Wenn wir jetzt einen Timestopper haben, würde es Sinn machen, wenn wir zu Quickman gehen, wenn das tatsächlich schnell ist, um die Zeit anzuhalten, damit wir auf ihn draufschlagen können. Irgendwie sowas. Wie gesagt, ne? Würde halt halbwegs Sinn ergeben. Ach du Kacke, was ist denn das jetzt hier? Wow, da ist ein Leben. Ich möchte das Leben haben. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht auf das Leben? Egal. Wird schon. Das ist ja eh Anfang des Levels. Wir müssen hier sowieso bestimmt mal sterben. Und dann mal abwarten. Wow, was sind das hier für Ultra-Beams? Wir wollen mir doch echt verarschen hier. Das ist ja jetzt hier nur... von Bildschirm zu Bildschirm fallen. Was ist jetzt? Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr verarscht mich gerne, das weiß ich. Du gehst da weg. Du hast da nichts verloren. Hallo? 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 Dunkelheit? Pure Dunkelheit? Noch so ein Gegner. Einsammeln hier. Ich weiß manchmal nicht, ob ich jetzt hier gegen eine Wand laufe oder nicht. Hier kann ich wieder runter. Jetzt bestimmt wieder los mit den Beams. Ach, du Scheiße. Ja, natürlich ist das dann instant tot. Na, super. Das kann ja nichts werden hier mit mir. Aber wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Die bisherigen Level haben wir auch schon hingekriegt, dann kriegen wir auch das hier hin. Würde ich zumindest behaupten. So. Hier geht's wieder runter. Und hier. So, so, so. Jetzt. War das scheiße knapp. Ach du Kacke. Na! Ich habe ja so ein bisschen Angst hier. Ach du Scheiße. Na, das wollte ich gar nicht einsammeln. Nein! Oh Gott, ey, es ist unglaublich. So ein Scheißlevel, ich sag's euch. Obwohl, es geht noch. Du musst eigentlich nur wissen, wo du runterspringen musst oder halt schnell reagieren. Dann geht das eigentlich.
So, nur habe ich jetzt wieder das Problem, dass ich jetzt zum Teil wieder nicht weiß, wo ich hier überall lang springen muss. Aber ich krieg das... Alter, so schnell, das geht nicht. Na gut. Wahrscheinlich könnte man da auch den Timestopper anwenden, um einfacher durch das Level zu kommen. Aber wir haben ja schon gesehen, es geht ja im Prinzip. Zumindest so ein Stückchen. Man muss dann halt nur schnell genug reagieren. Also das kriege ich auf jeden Fall hin. Ist nur eine Frage der Zeit. Gut, und ich hoffe nur, dass die Zeit auf meiner Seite sein wird irgendwann mal. Sind wir schon mal an dieser Stelle wieder, das ist schon mal gut. Den erledigen wir auch noch ohne Probleme. Aua. Okay, so viel zu ohne Probleme. Ich glaube, das sollte ich nochmal überdenken, meine Antwort. Ah! Da war ich auf einmal zu schnell. Und näher an ihn rangekommen, als ich es eigentlich wollte. Jetzt geht der Spaß wieder los. Yay, Spaß! Yay, Spaß! Wow. Ach du Scheiße. Ich will hier einfach nur weg. Ich will hier gar nicht sein, denn es ist mir hier viel zu brenzlig. Ah! Weißt du was? Wir nehmen uns jetzt mal den Timestopper hier, wenn wir dann hier gleich runterfallen. Wenn wir den eventuell auch mal anwenden. Wenn das ja nicht zu viel Energie verbraucht, was ich nicht weiß. Das ist halt so eine Sache, ne? Aber wir schaffen das schon. Würde ich zumindest behaupten. So, hier muss ich wieder springen und jetzt... wo haben wir es denn? War unter F, ne? Na, dann mal schauen. Wird schon. So. Ja, noch ist gut. Da brauchen wir nicht. Wow. So, okay. Aha, aha, so funktioniert das. Na, das ist ja dann schön für das Ding hier, dass es so funktioniert. Aber warte. Wir müssen anhalten. Nein, ich kann es nicht anhalten. Verdammte Scheiße. Das heißt, das können wir jetzt bei Quickman nicht mehr verwenden. Warte mal, kann ich das hier? Nein, kann ich nicht. Okay, dann warte. Wir haben das hier vielleicht gut gegen die Maschinen. Nicht das. Oh, ich wollte hier, ne? Gut. Ah, geht doch. Das ist schon mal gut, dass das so funktioniert, wie ich es mir denke. Dann nur noch mal ihn hier erledigen. Vielleicht kann er Heilung droppen. Das wäre sehr nett. Nein, er droppt natürlich nichts. Wieso denn auch? Ach, wahrscheinlich haben wir jetzt nur noch ein Leben oder sowas. Aber letztes Leben, ich weiß auch nicht. Aber mal gucken, wird schon. So, und was macht er jetzt für irgendwas Tolles hier? Wow, ist das schnell. Ja. Ja, muss schneller drücken. Nein! Aber wir haben noch ein Leben. Ja, dann muss ich jetzt hier Dauer drücken. Komm schon. Ja, ich muss noch schneller drücken. Jetzt habe ich einen Krampf im Traum. Ohne Scheiß. Oh, wird schon. Ich krieg das schon irgendwie gebacken hier. So, get equipped with Q-Blaster. Ne, Quick. Boomerang. Ah ja, okay. Was es nicht alles gibt. So, als nächstes haben wir noch Quashman auf der Liste. Und dann mal gucken, wie wir jetzt ihn hier beseitigen können. Das wird bestimmt super. Nicht? Und dann haben wir nur noch das Dr. Wily-Labor vor uns. Ja, erstmal müssen wir hier durchkommen. Das mit der Musik ist ja jetzt schon super. Ach, gefällt mir jetzt schon nicht.
Obwohl, die Musik ist an sich cool, ne? Aber wir wissen ja, Level, wo gute Musik ist, ist in der Regel immer scheiße. Aber abwarten. Das wird schon super, irgendwie. Auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß nur noch nicht, auf welche. So. Einfach mal hier irgendwo rüber. Noch läuft hier alles wie am Schnürchen. Wow. Wow. Da kommt er einfach angelaufen hier, der Penner. Hier gibt's kein Hartz IV, Kollege. Oh. Ist nicht wahr hier. Und was soll das jetzt für ein Spaß werden? Ich sehe schon, das wird ein Mordspaß, wenn das hier mit der Plattform wieder so losgeht. Wie im ersten Teil mit der... Ach, Kacke. Mit den tollen, tollen Plattformen. Ich will nur an das Level von Gutsman da erinnern, oder wie auch immer der Typ hieß. Okay. Ach, du heilige grüne Nonne. Ja, grüne Nonne. Und, Problem damit? Oh, ich brauch das Leben. Leider. Obwohl, warte mal. Wir haben... Item Nummer 1. Nein, das geht nicht hoch genug. Verdammt. Schade. Obwohl... Warte mal, wenn wir jetzt hier darauf können und dann eventuell auf die Plattform hier drauf. Ja, das würde gehen und drauf. Yes! Okay. Jetzt erstmal an einem Beam wieder auswählen, weil ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Ach, du schon wieder. Komischer Kaktusman. Erinnert mich an den Kaktus von Mario, der dann halt in der Wüste so rumläuft. Der wackelt auch so komisch mit seinen Einzelteilen. Jetzt hier. Aha. Los, komm raus da. Kann ich denn irgendwie mit dem hier vielleicht? Nein. Okay. Aber eventuell, wenn ich jetzt hier... Okay. Das klappt. Gut, den kriege ich jetzt einfach so weg, würde ich sagen. Siehst du? Halt weiter, links und rechts. Ich sag mal rechts. Ob das die richtige Wahl war, werde ich jemals erfahren? Ich weiß es nicht. Na toll, jetzt kommen ja auch noch diese scheiß Vögel. Wie soll ich denn denen auf der Leiter ausweichen? Na halleluja. Das wird sowas von in die Hose gehen. Ich weiß es jetzt schon. Haben wir eigentlich noch den Energietank? Nein, den haben wir nicht mehr durch den Game Over und so. Ey, ist das ein Dreck hier? Nein, weiter hoch. Nicht anhalten hier. Für Anhalten haben wir keine Zeit. Also Energietank. Den können wir mal mitnehmen. Ach scheiße, dann müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen. Oh, obwohl, nee, warte. Wir haben doch Item Nummer 1. Das können wir hier auch nochmal verwenden. So. Dann sind wir schon mal ein bisschen gerettet. Okay. Da oben wir jetzt nochmal extra Leben, aber wow. Mach doch mal hier keine Mördersprünge hier. Ja, und durch da. So, das heißt, wir kommen jetzt zum Boss. Was verwenden wir für eine Waffe? Wir versuchen es mit den Blättern. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Oh, es wird schon. Bohrer und Blätter. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt so die gute Idee ist. Nein. Ah, komm schon. Nein, es hat keine Auswirkung. Verdammt. Was haben wir noch? Wir haben noch den Air-Shooter. Ja, das macht Schaden, das macht Schaden, das macht Schaden. Haben wir es überlebt? Gerade so in der Explosion mit wenig Leben. Yes! In Mega Man 1 wäre das nicht passiert. Da wären wir gestorben. Nach wie vor.
Da haben wir die ganzen Roboter-Lords jetzt alle hinter uns gebracht. Na, Gott sei Dank. Jetzt erwartet uns nun das große Schrecken in Wily's Castle. Aber auch das kriegen wir hin. Ja, wackelt er wieder mit seinen Augenbrauen. Der typische Dr. Wily. Na, das kann ja was werden. Na gut. Aber bevor wir jetzt hier bei dieser ultra-epischen Megaman-Musik weitermachen, würde ich sagen, wir machen eine kleine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal geht es dann hier flockig weiter. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.